Frisch aus dem Druck. Die Rostocker Schriftstellerin Justine Pust hat am 1. Februar in der Thalia-Buchhandlung im Rostocker Kröpeliner Torcenter ihr neues Buch vorgestellt und signiert. Mit dem New Adult-Roman »Wo die Sterne uns sehen« erzählt sie eine berührende Liebesgeschichte, die Mut macht. Es ist der erste Band einer neuen Buchreihe mit dem Namen »Skyline«. In ihrer Geschichte spricht sie aber auch wichtige Themen wie mentale und physische Gesundheit an. In meinem neuen Roman, »Wo die Sterne uns sehen«, geht es um Willas und Elias. Die beiden studieren im Master Soziale Arbeit in Frankfurt am Main und treffen in einem Gemeindezentrum aufeinander. Das erste Treffen verläuft nicht so gut. Also die geraten ziemlich aneinander und müssen dann aber zusammenarbeiten, um ein soziales Projekt auf die Beine zu stellen und kommen sich dabei näher. Es ist ja ein Liebesroman. Die Hauptprotagonistin Willa leidet dabei aber an einer funktionalen Depression, weshalb sie Elias immer wieder wegstößt. Dieser hat aber auch ein Geheimnis. Er ist nicht nur der Sportler, so wie es scheint. In ihm schlummert auch ein kleiner Poet. Ein berührender Plot mit ganz viel Menschlichkeit. Für die Schriftstellerin ist es besonders wichtig, Bewusstsein für solch sensible Themen zu schaffen, denn sie ist selbst betroffen. Das ist ziemlich simpel. Ich habe Selbstdepressionen, seit ich ein Teenager bin. Und das Thema ist einfach inzwischen sehr viel präsenter, als es noch vor ein paar Jahren war. Aber die Own-Voice-Stimmen, wie das ja mit fast allen Dingen ist, die fehlen einfach auf dem Buchmarkt. Und ich habe mir gewünscht, ja, dass ich die Themen soziale Arbeit und Mental Health mal mischen kann. Justine Pust arbeitet selbst im sozialen Bereich und lässt auch hier ihre Erfahrungen in die Geschichte mit einfließen. Der Schreibprozess war aber nicht immer leicht für die 32-jährige Autorin, denn sie ist ziemlich eng mit der Hauptprotagonistin verknüpft. Die größte Herausforderung beim Schreiben deshalb war die Abgrenzung zu Willa. Dadurch legte sie immer wieder Pausen ein. Seit 2019 veröffentlicht die Rostocker Schriftstellerin ihre Bücher. Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Schreiben. Seit ich ein Kind bin tatsächlich. Also es fing schon im Kindergarten an mit irgendwelchen lustigen Pokémon-Fanfictions, wo ich mir dann irgendwas ausgedacht habe. Natürlich überhaupt nicht literarisch wertvoll, dafür sehr bunt bemalt. Und ging dann weiter mit Sailor Moon und One Piece-Fanfictions über Buffy und keine Ahnung was. Und so fing das eigentlich alles an, ja. Der zweite Band der New Adult-Reihe Skyline lässt nicht lange auf sich warten. Am 1. Juli 2024 können sich die Leser schon auf die Fortsetzung freuen.